Hallihallöchen, meine lieben kleinen Schleckermäuler, damit herzlich willkommen zurück zu The Pono, The Complete Journey. Ich habe mal das Spiel jetzt ein bisschen so einfach mal laufen lassen, was der Rufus eigentlich so macht, weil der hat ja immer diese Animation, dass er zum Beispiel abdanced. Jetzt halt hier im Hintergrund sieht man, er danced nicht mehr ab. Das heißt, auch das ist ein weiteres Zeichen, dass es ihm schlecht geht. Und ich finde das wirklich, das muss ich wirklich sagen, das finde ich sehr schön. Das ist ein cooles Detail, worauf ich geachtet habe. Weil er ist ja immer so, ja, am Abdancen, ne? Und jetzt, wo es ihm halt schlecht geht, macht er das halt natürlich nicht mehr, ne? Und ich finde dieses Detail richtig cool. Und dass es mir aufgefallen ist, weil es mir einfach nur interessiert hat. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter. Da oben ist so ein Fadenwurm. Das Spooky. ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Eine Ölmühle. Nehmen wir mal die Ölflasche. Tun sie in die Ölmühle. Schon komisch. Die Ölmühle ist möglicherweise das einzige hier, was nicht geölt werden muss. Schon komisch. Schon komisch. Es gibt effektivere Mittel. Was soll ich damit? Reines Leergut. Ich dachte, mit der Ölmühle können wir Öl dann machen. Vielleicht reicht es dann nicht. Nice. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Haben wir Olivenöl? Gibt's hier sonst noch was? Wasser? Eine Tür? Auch das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Sieht aus wie eine Toilettenkabine irgendwie. Einen Bohnensack. Können wir denn mit der Ölmühle Bohnenöl oder so machen? Das wird dadurch auch nicht leckerer. Okay. Wasser auf die Mühlen der Sinnlosigkeit. Okay. Scheint sehr, sehr depri zu sein gerade. Ist bald mal Feierabend? Nein. So. Wir haben hier. Ah, okay. Wir haben ja hier verschiedene Sachen. Mysteriöse sechste Anzeige. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir haben einen Wasserspender. Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Musst du mal gucken. Ah, warte, 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 den Trichter. Leicht Öl. Leicht Bohnen. Bah, Wurst. Vielleicht Oliven. Okay, wir können dann nichts machen. Da ist eine Wand. Bah, Wurst. Ein Hindernis nach dem anderen. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Nice. Hast doch nicht den kompletten Kampfgeist aufgegeben. Okay, der hat da die Tür abgesperrt, ja. Hey, hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Sieht aus wie der Gevatter Tod, ey. Ich will antworten.
Wo bin ich hier und wer bist du? Eigentlich beides sehr interessant. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Der es Organon handelt sich erschaffen. Um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Selber Prototyp. Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp Argus, C, Cletus, und du. Rufus. Prototyp R. A und C? Argus und Cletus. Und R wie Rufus. Genau. Ah. Rufus steht für rothaarig. Lol. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Welche Klone Probleme? Waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Kein Respekt mehr vom Leben. Also alle drei haben keinen Respekt mehr vom Leben. Rufus ist dadurch halt so ein Chaot geworden. Cletus, was macht Cletus dann nur so aus? Dass er vielleicht auf alle anderen scheißt oder so? Und Argus? Boah, schwierig. Keine Ahnung. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz, danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. What the fuck? Der klont sich die ganze Zeit selber. Damit der jung bleibt, oder was? Hätte er das nicht immer alle paar Generationen einmal machen können? Weißt du? Anstatt sich immer und immer und immer und immer wieder sich zu klonen. Das sagt er ja gerade, dass er erst so hier 2 Tage alt oder so ist, ne? Krass. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Hm? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Lol. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Also. Cletus. Also ich hatte schon die Vermutung auf dem Schiff. Als Argus aussah wie Rufus. Habe ich mir gedacht gehabt. Hä, das kann doch nicht sein. Sind die alle Drillinge oder was? Das mit Cletus dachte ich, das ist halt so ein Running Gag, weil er so aussieht wie er. Ne? Einfach so, weil man halt so einen Witz machen will.
Aber dass der Argus dann auch noch aussieht wie einer von denen und die Amtmänner, die hören sich auch alle seltsamerweise ähnlich an. Ne? Irgendwie habe ich dann das Gefühl, dass die alle gleich waren und das wurde ja jetzt halt gerade bestätigt. Ne? Das heißt, alle sind Rufus. Gefühlt. Rufusse. Wie man auch nicht sagen. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch, weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Dukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Ja, das ist mir schon aufgefallen. Aber wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Euch machen nicht immer eure Gene aus. Es machen auch die Erfahrungen, die ihr im Leben macht und die Entscheidungen, die ihr trefft, machen vieles für euch aus, wie ihr dann am Ende seid. Das ist wichtig, ne? Über solche Dinge machen ja viele sich Gedanken. Und ich fand das immer interessant. Ich habe mich ja auch damit in der Schule auseinandergesetzt. Aber schlussendlich, wenn es so wäre, dass alle Kinder zum Beispiel gleich wären, von der Geburt auf an, die Erfahrung und die Zeit machen das Kind dann wieder anders. Beziehungsweise, ich glaube natürlich auch nicht daran, dass alle Kinder gleich sind, das muss ich mal auch dazu sagen. Ne? Nicht, dass jemand was falsch versteht. Ne? Und ja, wie gesagt. Sehr interessant eigentlich das Ganze und ich muss ihm da vollkommen recht geben und alles war, was er sagt. Auch dass Rufus hier nicht wirklich was lernen kann. Also der ist lost in space, denke ich immer. Aber, ja. Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Ja, Entschuldigung. Ja, aber das ist das Leichteste, ja. Wenn ich ein Klon wäre. Müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Aber da hat er recht. Warum hast du dich denn alt geklont? Strange. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an Eine alles gute erinnern? Frage. Ah, du passt ja auf. Natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden. Entschuldige, was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Ich bin nicht wie die Organons. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Hoffnung.
Wie meint er das jetzt mit Hoffnung? Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Epodia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Tu es nicht! Lass das! Stopp! Aua! Wir kann da wirklich nichts dafür, ne? Weiß nicht, warum man die Option hat, ihn eine Runde zu hauen. Nein! So! Jetzt bist du dran! Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht! Jetzt war alles umsonst! Na endlich, er hat's verstanden! Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Heul doch! Was? Goal? Ja, das... Goal? What? Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa... Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Warte, tu's nicht! Es ist zu spät, Rufus. Lol. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! Lol. So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Lol. Was ist passiert? Also wir gehen mal erstmal zurück ins Klonlabor. Ja. Wenn ich doch nur wüsste, was der Kerl mit dir vorhatte. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Eiweiß, Wasser. Das kommt doch uns bekannt vor. Wäre es theoretisch eine Nukleinsäure, ne? Okay. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Nein! Warte! Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. So, mehr oder weniger. Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Ah. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Ah. Das ist eine sehr gute Frage, wie wir das jetzt machen. Uppala. Den wollte ich nicht. Ich wollte dahin. Nicht! Das ist doch zum Mäusemelken. Hermes.
Also ja, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Der erinnert sich ja wieder an alles. Warte! Dann wird ja diesen Ganzkörperscan durchgeführt. Springt dann da runter, genau. Das ist doch zum Mäusemelken. Genau, dann geht's da weiter, dann ist er hier. Genau, und jetzt müssen wir... Ich habe eine Idee. Hier haben wir so gut wie alles. Können wir eigentlich jetzt endlich mal dahin? Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Was? Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Okay. Schön, dass wir darüber geredet haben, dass Salz rostrot ist. Wo hat er eigentlich den Baseballschläger? In den Trichter. Kann da noch Öl? Ich weiß ja nicht recht. Ha, Schwamm drüber. Puh, das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Goal wieder zu beleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Wasserspende. Na, ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Okay, und... Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit. Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Okay, und die mysteriöse Flüssigkeit... Ein bisschen ist es aber nicht... Guck dir mal die an, bitte. Diese Anzeige ist anders. Was die wohl zu bedeuten hat. Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Leuchtet? Ah, eine Steckerkarte. Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Eieiei. Okay, da gibt es jetzt nichts, was wir machen können. Und da kommen wir halt leider nicht, ne? Oh, ein Rohr. Lol, was ist das denn? Ein Vampirschnabeltier, ja moin. Ein Vampirschnabeltier? Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Schön brav sein, hörst du? Ich habe so das Gefühl, dass... Jetzt geht das schon wieder los. Oh, lol. Einmal entwerten, bitte. Danke. Diese Karte zu lochen war echte Knochenarbeit. Also ich habe mir meinen Feierabend wirklich verdient. Okay. What? Okay, da lässt uns da nicht raus. Ich bin wieder rausgetappt. Nervt mich auch ein bisschen, muss ich sagen, dass man so leicht in dem Spiel raustappen kann. So, jetzt können wir eigentlich hier die... an der Stechuhr wieder ausstanzen lassen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend! Wir haben Knoblauch. Können wir Knoblauchöl vielleicht machen? Keine Ahnung. So, und jetzt kommen wir auch dahin, oder? Ja. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen.
Ich habe da so eine Idee, aber erstmal müssen wir Öl machen. Das wird dadurch auch nicht leckerer. So, okay, dann nicht. Dann vielleicht das hier, aber was anderes haben wir ja auch nicht. Und ich sehe auch gerade, dass unsere Zahl gerade wieder vorbei ist. Und alles hat funktioniert. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Ja, Olivenöl ist ganz nice, oder? Muss man schon sagen. Und oben ist halt die ganze Zeit dieser Fadenwurm. Hey, der macht mich wahnsinnig. Oh Mann. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gehabt euch wohl hier mit dem Fadenwurm. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi, meine lieben kleinen Schleckermäuler, euer Beoleo.